1965, nur 20 Jahre nach dem Holocaust, nahmen die Bundesrepublik Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen auf. Nicht zuletzt auch dank der Freundschaft zwischen David Ben-Gurion und Konrad Adenauer. Worauf basierte diese doch eigentlich ja recht unerwartete Freundschaft und wie gelang es den beiden Gründervätern dieser zwei Nationen, die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel auch trotz erheblicher innenpolitischer Widerstände voranzubringen? Ich habe mein Buch, das ich über diese Partnerschaft der beiden geschrieben habe, ganz bewusst eine unmögliche Freundschaft genannt. Weil eigentlich ist das eine sehr, sehr ungewöhnliche Paarung, so kurz nach dem Holocaust, so kurz nach den Schrecken der Judenvernichtung, reichen sich da zwei Politiker die Hände. Der eine gehört der Täternation, der andere der Opfernation an. Die beiden haben sich nur zweimal in ihrem Leben, sind sich nur zweimal in ihrem Leben begegnet und haben trotzdem eine Freundschaft miteinander geknüpft. Da sind natürlich sehr unterschiedliche Motivationen dahinter. Auf der Seite von David Ben-Gurion war die Motivation sehr klar. Der war durch und durch Zionist. Und es ging ihm sehr stark darum, dieses zionistische Aufbauwerk zu retten. Und er hatte einen großen Mangel an Waffen, an Devisen. Und dieses Konstrukt Israel, dieser Traum, dieser zionistische Traum, war immer wieder in Gefahr. Und Ben-Gurion wusste, er muss alles dafür tun, diesen Traum zu retten. Und auch wenn das bedeutet, auch dieser Täternation die Hand zu reichen. Und dann hat er Adenauer getroffen. Und bei beiden hat, das kann man, glaube ich, so salopp sagen, die Chemie gestimmt. Auf der Seite von Adenauer ist immer wieder gesagt worden, der Adenauer habe das nur aus Berechnungen getan. Das kann man aber nicht wirklich so ganz stark behaupten, weil Adenauer sehr früh schon in den 20er Jahren, als er Oberbürgermeister in Köln war, eine enge Beziehung zum Judentum aufgebaut hat. Und er war, wenn man so will, auch wenn das vielleicht ein bisschen eine zugespitzte Formulierung ist, sowas wie ein rheinisch-katholischer Zionist. Denn er ist 1927 dem Pro-Palästina-Komitee beigetreten. Das war keine Pro-Arafat-Veranstaltung, sondern das war damals die zionistische Vereinigung in Deutschland. Und der hatte angehört, er hatte also früh ein Bewusstsein für das, was Israel eigentlich bedeutet. Und auf der Ebene sind die beiden sich sehr, sehr, sehr intensiv begegnet, mit natürlich gemeinsamen Interessen, auch zum Teil sehr starken charakterlichen Ähnlichkeiten. Beide Pragmatiker. Beide immer ein bisschen skeptisch im Umgang mit Menschen, beide aber auch sehr wertegebunden, obwohl beide so Pragmatiker waren. Also irgendwie haben sich da zwei auch einfach gefunden und das war ein großer Glücksfall für die beiden Länder. Dieses Jahr feiern Deutschland und Israel 55 Jahre diplomatische Beziehungen, eine ganz besondere internationale Beziehung. Wie würdest du den derzeitigen Stand der deutsch-israelischen Beziehungen denn bewerten? Kürzlich eine wunderbare Beschreibung dieser Beziehung gefunden, beziehungsweise gehört, und zwar auf einer Veranstaltung der Ebert-Stiftung. Die Rheinländer würden sagen, man muss auch gönnen können. War eine gute Veranstaltung über Israel, eine Reflexionsgruppe. Und dabei habe ich Tamara Ohr, die Vorsitzende des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums, getroffen. Und die sprach vom X-Faktor. Das finde ich ein sehr gutes Bild. Also das Verdienst von Adenauer und Ben-Gurion war im Grunde sozusagen die beiden parallelen Linien der beiden Länder, von denen man glaubte, dass sie dich niemals berühren werden, zueinander zu neigen. Und daraus ist ein X geworden. Und wenn man so will, wir befinden uns jetzt an diesem Scheitel, an diesem Kreuzungspunkt. Die Beziehungen sind außerordentlich gut. Um ein Beispiel zu nennen, was ich immer ein tolles Beispiel finde, das Konsularabkommen, das zwischen Israel und Deutschland besteht, das auch zeigt, wie historisch weit wir gekommen sind. Das bedeutet im Grunde, dass Menschen, die in der Welt in Gefahr geraten, Israelis, die in Gefahr geraten und konsularische Betreuung brauchen, sich an das deutsche Konsulat wenden dürfen. Und man, in so einer Situation ist man meistens überfallen worden, man hat kein Geld oder man ist krank. Also Notsituationen. Und in diesen Notsituationen gingen Israelis zum deutschen Konsulat. Das muss man sich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte einmal wirklich vergegenwärtigen. Das ist ein Wunder. So gut sind die Beziehungen. Aber die Frage ist, wie lange werden die Beziehungen so gut bleiben? Denn bei dem X, wenn man sich das X anschaut, die Schenkel gehen eben wieder auseinander. Und ich glaube, wir müssen eine ganze Menge machen, um wieder miteinander stärker zu diskutieren. Und ich glaube, was dabei ganz wichtig ist, ich rate uns zu einer etwas anderen Form des Hinsehens, nämlich aus der ewigen Wahrnehmungsschleife des Nahostkonfliktes herauszutreten und unter diesem schweren Teppich zu schauen und zu sehen, was Israel für ein
komplexes, aber auch ausgesprochen faszinierendes, interessantes Land ist. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann finden wir auch sehr viel mehr Möglichkeiten zur Kooperation. Es wird immer die historische Säule der Zusammenarbeit, der historische Säule, die Vergangenheit zwischen Israel und Deutschland geben. Aber die Frage ist, ob wir nicht neben dieser Säule der Vergangenheit auch die Säule der Kooperation brauchen. Und da gibt es so viele Fälle, da ist ja auch Elnet sehr, sehr aktiv, also Startup. Was können wir eigentlich davon Israel lernen? Terrorbekämpfung, das schöne Wort Resilienz gegen Terror. Ich glaube, auch wir wissen, dass wir viel stärker mit Terror konfrontiert sind. Also es gibt so viele Sachen zu lernen. Und ich glaube, wir müssen diesen schweren Teppich des Nahostkonfliktes, der alles abdeckt, immer mal wieder lüften, nach oben ziehen und dann sehen, was das für ein interessantes Land ist, auf das wir uns einlassen müssen. Nun hast du es ja gerade schon gesagt, auf der einen Seite sind diese Beziehungen so wunderbar eng und freundschaftlich, auf der anderen Seite belasten aber auch immer wieder erhebliche Meinungsverschiedenheiten, unter anderem bezüglich des Nahostkonflikts oder auch, was den Umgang mit dem Iran angeht, die deutsch-israelischen Beziehungen. Wie können nun beide Seiten Meinungsunterschiede in gerade diesen wichtigen Fragen adressieren und sollte eventuell die Bundesrepublik schlichtweg größeres Verständnis für die ja auch berechtigten und nachvollziehbaren Sicherheitsinteressen Israels aufbringen? Ich habe ja gerade auch gesprochen von einer neuen Kultur des Hinsehens. Und ich glaube, das ist etwas, was es sehr gut trifft. Die Jahre, die ich in Israel verbracht habe, hat mich immer wieder eine Sache relativ stark schockiert. Und das ist die Oberflächlichkeit, mit der insbesondere von Deutschland aus auf Israel geschaut wird. Und diese Oberflächlichkeit, auch dieser Mangel an Kenntnis, ist leider sehr oft mit dem unbändigen Willen gepaart, trotzdem Stellung zu beziehen und etwas zu sagen zu diesem hyperkomplexen Konflikt. Und dabei kommen eben häufig Stellungnahmen heraus, die auch ausgesprochen schwierig sind, auch aus der israelischen Perspektive schwierig sind, weil sie einfach den Tatsachen nicht entsprechen. Ich glaube, dieses starke Aufeinander-Einlassen lässt sich auch sehr gut auf den Fall Iran anwenden. Wir sehen durchaus auch in Deutschland, dass der Iran sehr antisemitisch eingestellt ist und dass es sowas gibt wie einen staatlich auch positiv sanktionierten Antisemitismus im Iran. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, was wir in Deutschland nicht sehen, ist, der Iran beginnt für Israel vor der Haustüre, nämlich über Hisbollah. Die Bedrohung ist nicht nur, da ist irgendein Land, was fern ist von Israel, sondern dieses Land sitzt direkt an den Grenzen, weil die Hisbollah nichts anderes ist als sozusagen ein 1:1, wie man heute so schön sagt, Proxy des Iran, abhängig vom Iran. Und diese Bedrohung, wenn man in Tel Aviv eine Straßenumfrage macht und die Israelis fragt, wie stark fühlen sie oder von was fühlen sie sich bedroht, dann werden die nicht sagen, die erste Bedrohung ist Hamas und sind Raketen aus dem Gazastreifen, so schlimm das im Einzelnen ist, sondern die größte Angst in Israel herrscht vor der Hisbollah. Und in dem Moment, in dem die Sanktionen im Iran anders bewertet worden sind, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sind auch nach dem Iran-Abkommen eingefrorene Gelder freigegeben worden. Und bis heute ist man dabei zu spekulieren, sind das 40 Milliarden gewesen, sind es 150 Milliarden gewesen. Aber die Gefahr ist, dass davon ein erheblicher Anteil in die Finanzierung von Terror fließt. Und ich glaube, das macht viele Israelis nachdrücklich nervös in dieser ganzen Angelegenheit. Und das bestimmt auch stark den Blick auf Iran. Das sehen wir in Deutschland nicht. Wie stark diese Bedrohungsperzeption eine tatsächliche Bedrohungsperzeption ist und nicht nur die ungefähre Vorstellung, der Iran könnte Nuklearwaffen erhalten. Der Iran ist eine faktische Bedrohung. Ich halte es vor dem Hintergrund für einen überfälligen, aber klugen Schritt, dass Horst Seehofer die Hisbollah verboten hat in Deutschland. Und man kann nur hoffen, dass andere europäische Länder jetzt schnell folgen werden. Müssen wir uns vor dem Hintergrund dieser Meinungsverschiedenheiten eventuell auch Sorgen machen, dass das Stimmungsbild in Deutschland gegenüber Israel kippt? Vor einigen Jahren hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie publiziert, nach der knapp die Hälfte der Deutschen eine tendenziell eher schlechte Meinung über Israel hatte. Wir haben, wenn wir in den Duden schauen, dort das Wort Israel kritisch. Es gibt kein China kritisch, kein Venezuela kritisch, kein US-Amerika kritisch. Es gibt ausschließlich Israel kritisch. Und ist das nicht auch etwas, was wir mit Sorge sehen müssen, dass in der deutschen Gesellschaft wir eben
tatsächlich meinen, gerade Israel immer wieder kritisieren zu wollen? Und was können hier eventuell auch zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch Stiftungen tun, um einen Beitrag zu leisten, das deutsch-israelische Verhältnis wieder innerhalb der Bevölkerung zu stärken? Also zunächst muss man mal sehen, dass nicht nur die Bertelsmann Stiftung Umfragen macht, auch die Adenauer Stiftung hat Umfragen gemacht und wir haben Umfragen in Israel gemacht. Und in Israel ist die Liebe zu Deutschland ausgesprochen groß. Das macht die Befunde der Bertelsmann Stiftung ja noch gravierender, weil über 70% der Israelis eine hohe bis sehr hohe Meinung von den Deutschen haben, hat zu tun mit der militärischen Kooperation, hat insbesondere zu tun mit den U-Booten und dem Gefühl, dass Deutschland sicherheitspolitisch sozusagen an der Seite von Israel steht. Aber auch das ist in Gefahr. Und ich glaube, man muss vor allem die Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenken, die empirisch feststellbar ist. In Israel wird die junge Generation, und ich kommentiere jetzt gar nicht, woher das kommt, das hat natürlich viel mit Bedrohung zu tun, mit Bedrohungsperzeption zu tun. Die junge Generation in Israel wird nationalistischer, sie wird militäraffiner und sie wird religiöser. Wenn man sich die deutsche junge Generation anschaut, dann ist sie postreligiös, postmilitärisch und auch postnationalistisch. Also die Frage ist, führen da nicht zwei Wege auseinander? Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, ich benutze immer gerne so ein bisschen das Bild eines Doppelspiegels in der Kommunikation. Wir meinen, wir kommunizieren miteinander, aber wir schauen in einen Doppelspiegel von beiden Seiten, von der deutschen und der israelischen Seite. Was wir am Ende sehen, sind wir selbst. Wir sagen beide, Israelis und Deutsche, zu Recht, auch Prominente sagen, dass es kann kein normales Verhältnis geben. Das kann es vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte auch nicht geben. Aber die Erwartungen, die damit verbunden sind, sind sehr unterschiedliche. Die Israelis sagen, wir sehen in Deutschland einen großartigen Partner, mit dem wir unheimlich viel zusammen machen können, von dem wir uns auch Unterstützung erhoffen. Und dann gibt es in zweiter Linie auch den Holocaust. Und natürlich hat das auch was mit unserer Beziehung zu tun. In Deutschland ist das, glaube ich, anders. Wir sagen, wir haben sozusagen den Holocaust, das hat was mit unserer Beziehung zu tun. Aber in zweiter Linie sehen wir, wie viele Chancen der Zusammenarbeit und der Kooperation wir haben. Dieser Doppelspiegel, glaube ich, stärker den jeweils anderen in seiner Entwicklung zu sehen, das halte ich für sehr wichtig. Und im Grunde gibt es nur drei Möglichkeiten, diese Gefahr einer kulturellen Drift zu beseitigen. Und zwar erstens Begegnung, zweitens Begegnung und drittens Begegnung. Es gibt keine Alternative. Und obwohl wir alles haben, Städtepartnerschaften, Jugendaustausch bis zum Abwinken, und da ist ja auch Elnet aktiv, da sind wir als Adenauer Stiftung aktiv, in jedweder Form, wir bringen junge Muslime, deutsche, junge deutsche Muslime, junge deutsche Führungskräfte mit muslimischem Hintergrund nach Israel, um denen Israel zu zeigen. Ich halte das trotzdem alles für nicht ambitioniert genug. Ich glaube, wir müssen noch viel mehr Begegnungen schaffen. Denn wer mal in Israel war, der wird nicht mehr so denken und so reden, wie er das vorher getan hat. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank. Du setzt dich als Privatperson, als Autor, aber eben auch seit vielen, vielen Jahren mit der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr für die deutsch-israelischen Beziehungen ein. Dafür danken wir dir bei Elnet und wir hoffen, dass das auch weiter als Vorbild vielen Menschen in unserem Land dient. Denn genau darauf kommt es an. Dialog und Austausch, im besten Falle auch wieder vor Ort und nicht nur virtuell. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank heute für deine Zeit hier bei diesem Interview.